Es geht doch überwiegend nur darum, wie viel Follower man hat und ja, welche Reichweite. Und nur dann ist man jemand. So auf die Art, naja, du hast weniger Abos als ich, du bist nichts wert. Ich muss mich jetzt gleich schminken gehen. Ich sehe nämlich echt aus. Oh ja. Max, Schatz, ich traue mich nicht, dich wegzuschicken. Okay. Du musst dich hinsetzen, weil sonst bist du so groß. Hello, hello, meine Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin komplett ungeschminkt. Der Max hat sich's im Auto bequem gemacht. Der zieht nämlich aus. Schau doch mal, wie es hier aussieht. Natürlich nicht. Hat jetzt das Auto beladen. Der fährt nämlich weg. Und zwar zum Brombachsee. Max, hier ist noch der Ersatzschlüssel. Okay. Macht natürlich Sinn, wenn du den mitnimmst, ne? Ja, falls ich dich aussperre, vielleicht. Ja, falls du dich aussperrst, ist der Schlüssel dann noch hier drinnen. Nee, den nehme ich ja dann in meine. Also. Max, warum, Schatz? Ey, man sieht nur das Lenkrad, nicht dich, Schatz. Scheiße. Max, ich bin immer noch die Bestimmerin. Und wenn ich sage, du fährst nirgendwo hin, dann würde ich mir jetzt mal Gedanken machen, was du Böses zu deiner Mama sagst, auch wenn sie ungeschminkt ist. Verstehe ich nicht. Sag was Nettes zu deiner Mama. Leute, ich zeige euch jetzt mal, was der Max da hinten alles eingepackt hat, okay? Und dann muss ich wirklich hoch mich schminken. Ich sehe aus. Hast du alles? Ja. Also, dafür ist Mamas Auto auch gut. Schaut mal. Der Max, der will jetzt ausziehen. Er nimmt alles mit, was ihm gehört. Hier. Ne, Max? Ja. Wo ziehst du den hin, Schatz? Ha? Weiß nicht. Weißt du noch nicht, wo dich der Bus hinführt, hä, ja, Max, Schatz? Je nachdem, wie lange der Tank halt hält. Ne? Ja. Musst du wieder tanken dann, gell? 500 Kilometer so ungefähr. Oh Gott, da sieht's aus in unserem Auto. Schau doch mal. Ja, der hat sich... Haltestelle ist Aral. Ja, der hat sich die Sitze rausgemacht, der Max. Ja, und was hast du denn hier drin? War das jetzt hier? Ach so, so ein, ja. Oh Gott, das sieht's aus. Schau dir mal, die Jugend von heute. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Max, schön vorsichtig fahren, ne, Schatz? Ja, rasant und schnell, wie gesagt. Wie du es beigebracht bekommen hast. Ja. Von meinem Fahrschullehrer. Ja. Wie hieß er nochmal? Walter, ne? Ja. Walter. Walter Georg. Walter Georg. Ist der auch mal eingeschlafen, während du gefahren bist, Max? Nee. Aber ich glaube, der hat ein paar weiße Haare von mir. Glaube ich auch, ey. Der hat sein Geld verdient mit dir, du. Das sag ich dir. Jetzt räumt der Max noch die Tonnen weg, bevor er wegfährt. Ja. Danke. Bitte. Was steht da? Danke drauf. Hier sind die Sitze, die er ausgebaut hat. Ja, Max, nicht dahin. Ordentlich wegräumen. So ordentlich. Max? Der Max, der ärgert mich. Okay, wartet mal. Ich nehme ihn jetzt erstmal den Schlüssel ab, damit er jetzt erstmal alles macht. So, erstmal die Schlüssel wegnehmen. So, dass er alles jetzt erstmal erledigt. Ich bin so gemein. Also, da hast du alles erledigt. Dankeschön. Ich habe Max nur veräppelt, Leute. Der musste gar nichts mehr machen. Ja. Fahr vorsichtig. Abstand und schnell. Willst du wirklich weg? Bleib lieber zu Hause. Daheim ist viel schöner. Ich geh jetzt. Viel Spaß, Schatz, okay? Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, ich sehe ungeschminkt aus wie der Tod, ne? Ja, Bella. Also, der Max ist losgefahren. Ich mache jetzt meinen Haushalt. Mach mich soweit fertig, schmink mich. Wir sind nämlich heute eingeladen und ich freue mich schon so riesig. Ja, Bella, ja, komm halt mal her. Ja, komm halt mal her. Da ist sie, die Bella. Da ist das Leergut. Das habe ich schon bereitgestellt. Und da ist noch der Kasten Wasser mit dem Gummikub, das wir noch gespielt haben, zusammen mit meinem Papa. Ich mache das halt immer so, damit ich die Treppe nicht 10.000 Mal runter und dann wieder hochrennen muss. Also ich stelle die Sachen da ab und immer wenn ich dann zum Beispiel in die Waschküche muss oder der Postbote klingelt, dann nehme ich dann gerade was mit runter. Also natürlich schon alles zeitnah. Also ich lasse das da nicht ewig stehen. Ne? Also schon im Laufe des Vormittags passiert es dann alles, dass hier die Sachen weggeräumt werden. Und jetzt mache ich mal weiter hier in meinem Haushalt. Ich habe hier dieses Teilchen noch von Lifehide. Das habe ich mir ja vor, Gott, lasst mich nicht lügen, 3 Wochen gekauft oder 4 Wochen. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Da wollten auch ganz, ganz viele wissen, wie ich das Schätzchen finde. Also lasst mich das noch eine Weile testen. Ich habe es erst ein paar Mal verwendet und ich würde es ganz gern erst noch weiter testen.
weil ich im Moment überhaupt nicht davon begeistert bin und ich möchte ihm einfach noch eine Chance geben. Scheinbar braucht man da irgendwie einen Trick, keine Ahnung. Jedenfalls verwende ich das jetzt heute auch nochmal, aber wie gesagt, so begeistert bin ich davon nicht. Ich werde dann jetzt auch später dann was kochen, allerdings nur was Kleines. Dazu nehme ich euch dann auch mit. Wir gehen heute Abend dann bei meinem Bruder essen und wie gesagt, wir sind ja heute eingeladen. Deshalb gibt es nur eine Kleinigkeit und jetzt muss ich mich wirklich beeilen, weil mir die Zeit davonläuft. Also, bis gleich in der Küche. Und da ist ja die Suppe. Einfach nur Spaghetti, klein gemacht und rein. Und natürlich ganz viel frischer Parmesan. Ist ja klar. Parmesan darf nicht fehlen. Bitte schön, Lassie. Danke. Den Schafskäse habe ich hier in meinen Mulex rein. Habe einfach kleine Würfel geschnitten, könnt ihr ja sehen. Und den brate ich jetzt schön kross an. Ich muss den natürlich dann noch drehen. Dann kommt er in meinen Salat. Ich freue mich schon. Hallo, hallo, meine Lieben. Wir sind jetzt gerade bei unserem Besuch angekommen. Es regnet Hunde und Katzen und wir überlegen gerade, wie wir aussteigen sollen. Oh Mann, wie ätzend. Bei uns war so, so schönes Wetter. Deshalb habe ich mich auch ein bisschen sommerlich angezogen. Ja, und hier regnet es. Nicht schlimm. Alles gut. Hier sind die Blümchen für meinen Besuch. Und ich habe noch ein paar andere Sachen. Und jetzt gehen wir mal hoch, würde ich sagen. Scheiße. Habe ich einen Schirm im Auto? Nee. Nein. Okay. Also, egal. Werde ich halt nass. Und da sind wir. Die Gastgeberin bereitet gerade Kaffee. Jetzt wisst ihr immer noch nicht, wo wir sind. Aber vielleicht erkennt ihr es gleich. Schaut mal. Kennt ihr diese kleine Zuckermaus hier? Kennt ihr sie? Dann wisst ihr auch, wo ich jetzt bin. Aber ich zeige euch gleich die Mama dazu. Und da ist der Lassie. Und es regnet immer noch. Jawohl, wir freuen uns. Ja, die sieht so lecker hier aus. Schaut mal, was sie alles für uns vorbereitet hat. Ja, jetzt gibt es gleich Kaffee und dann zeige ich euch, wo wir sind. Und da ist sie, die Gastgeberin. Hallo. Ich lehne mich einfach mal ein bisschen vor. Wir haben wieder geschwätzt bis um 7. Ja. Das habe ich vorhin nämlich gar nicht die Kamera nochmal rausgeholt, weil wir nur am Quatschen sind, so wie das letzte Mal. Sorry dafür, Leute, aber ist auch mal schön, wenn die Kamera ausbleibt. Wir haben ganz, ganz viel geschlemmt. Die Kinder haben gerade eine Höhle gebaut. Die kannst du ruhig mal zeigen. Darf ich rumschwenken? Wenn es unordentlich aussieht, aber alles gut. Schaut mal, das ist so ein typisches Kinderspiel, typische Kinderbeschäftigung. Wir begutachten die jetzt. Wie gesagt, wir haben die ganze Zeit gequatscht. Und zack, da war der Akku leer. Das ist typisch Heidi, ne? Also, ich muss mich jetzt von der Jade verabschieden. Das war richtig schön. Kamera, wie gesagt, war aus, weil wir einfach so viel bequatscht haben und das ist auch mal schön. Manchmal ist das einfach wichtiger, gell? Freundschaft und Gequatsche geht oft auch vor, aber das versteht ihr. Also wir haben jetzt noch einen langen Heimweg und jetzt schauen wir mal, was daheim noch passiert. Da ist auch mein Lassie, da auf dem Boden, schaut mal, die süße kleine Zuckermaus mit ihrer Riesenschleife. Und die ist jetzt müde. Ja, die ist müde, der Lassie hat sie geschafft. Wir haben nämlich keine Ferien. Genau, und deswegen muss ich jetzt ins Bett und ich muss heim. Also wir sehen uns zu Hause. Bis gleich. Ciao. Hallo, hallo, guten Morgen. Jetzt habe ich mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür. Schande über mein Haupt. Aber ich bin ja dann noch zu meinem Bruder gefahren und da ist dann die Kamera ausgeblieben. Es war richtig, richtig schön wieder bei Ava und bei Jade. Ich habe die Jade so gerne um mich rum. Die hat so eine schöne und ansteckende Lache. Also das ist der Wahnsinn. Die ist einfach so sympathisch. Und die Ava ist ja auch zuckersüß. Die versteht sich total gut mit dem Lissandro, was ja eigentlich eher vielleicht etwas ungewöhnlicher ist. Denn da ist ein Altersunterschied. Mädchen und Junge. Aber trotzdem verstehen die beiden sich so gut. Die haben schön miteinander gespielt. Wir haben viel gequatscht. Deshalb haben wir ja auch wenig gefilmt. Aber so ist es nun mal und ich freue mich riesig, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also da ist eine wahre Freundschaft entstanden und ich finde es so schön bei der Jade, dass da die Abos null eine Rolle spielen. War das gerade Deutsch? Also die ist da so komplett auf Augenhöhe und das finde ich halt richtig schön. Da habe ich schon anderes erlebt tatsächlich. So auf die Art, naja, du hast weniger Abos als ich, du bist nichts wert.
Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und das ist halt bei der Jade überhaupt nicht der Fall. Also wir sprechen da auch nicht drüber. Und ich finde es halt einfach total schön, dass da eben diese Freundschaft entstanden ist. Ich hatte jetzt die Tage auch ein Video geschaut von einem YouTuber. Da ging es um die About You Awards. Und der hat es voll auseinandergenommen, diese Sendung. Ich habe sie nicht verfolgt, weil ich davon irgendwie ja nicht so überzeugt war. Und er hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Also der hat auch gesagt, also diese Veranstaltung hatte irgendwie keinen Sinn, denn es geht doch überwiegend nur darum, wie viel Follower man hat und ja, welche Reichweite, und nur dann ist man jemand. Und das ist so schade heutzutage, ja, dass die Leute sich darüber hinaus profilieren, ob sie wer sind und die anderen eben nicht. Und ja, das ist halt einfach schade. Natürlich haben die das erreicht durch viel Fleiß, durch viel Arbeit, überhaupt keine Frage, aber es gibt halt auch viel Content, der echt sinnlos ist, wo ich mir dann denke, wer schaut sich das an, ja? Aber so ist es halt nun mal, überhaupt keine Frage. Es gibt für alles und für jeden seine Daseinsberechtigung, natürlich. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da kann ich gerne mal mit euch drüber sprechen und euch mal meine Meinung drüber sagen, falls euch das überhaupt interessiert. Jedenfalls ist es halt bei der Jade überhaupt nicht so. Ich war schon auf Events, wirklich Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was mir da schon passiert ist, so von wegen, naja, du bist ja nur eine kleine Bloggerin und so. Egal, da stehe ich voll drüber, ne? Ich habe ja hier mein privates Leben auch noch und alles ist gut. Jedenfalls würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Denn ich habe jetzt noch einiges vor. Und da ist auch die kleine feine Bella, ne? Ja, dir muss man auch mal ein bisschen Beachtung schenken, ne, Bella? Auch wenn du keine Follower hast. Ja, okay, meine Lieben. Also ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Der Max, der kommt dann auch bald wieder nach Hause. Ich hoffe, es geht ihm gut. Der ist ja zum Brombachsee gefahren. Da hat die Mama ja immer so ein bisschen Angst, ne? Wegen der Fahrerei, Jugendliche und so weiter, aber der Max ist ja sehr vernünftig. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn er wieder zu Hause ist, und dann werde ich euch berichten, ob mit dem Auto noch alles in Ordnung ist und vor allen Dingen mit Max natürlich, ganz klar. Jetzt verabschiede ich mich. Diesen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, das wisst ihr, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir, da würde ich mich sehr freuen. Schaut auf jeden Fall auch bei meiner Freundin Jade vorbei, zusammen mit der Ava, und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!